Hallo, wir testen heute die Brand News September Box. Diese kostet 15,99 € und versprochen werden Produkte mit einem Warenwert von über 20 €. Und das checken wir jetzt mal. Als erstes haben wir hier das typische Werbematerial plus eine Werbung für 3 Coolboxen, die man sich bestellen kann zu einem Sonderpreis. Und hier fangen wir schon an. Da haben wir als erstes Chips für 99 Cent. Dann haben wir einmal Cornflakes, Churros. Die sind auch ganz, ganz neu. 2,99 € die Packung. Dann geht es weiter mit Hallorenkugeln. Genau. Auch eine neue Sorte. Black and White für 1,99 €. Als nächstes haben wir eine Schokolade von Ferrero Rocher Schokolade. Kostet 1,99 € im VK. So, dann haben wir hier Artikel Nummer 5. Und zwar ist das Golden Toast American Butter Bagel. Ja, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist auch komplett neu. Dann haben wir von Milka Schoko Sins. Oh, auch, wie gesagt, Brand News. Sollen ja neue Produkte sein. Dann Teriyaki Cup, Nudel Cup Chicken. Oh, einmal ausprobieren, kostet 1,29 €. Als nächstes haben wir von HSC ein Konzentrat. Das ergibt 1 Liter, kostet 1,95 €. Dann kommt Artikel Nummer 9. Ist eine 100% vegane Barista-Milch, leicht aufschäumbar, für 2,49 €. Artikel Nummer 10 ist dann der Klassiker Red Bull Energy Drink für ca. 1,39 € im VK. Jetzt nichts besonderes Neues, kennen wir alle. So, dann wollen wir mal schauen, was wir noch in unserer Superbox haben. Wir haben bisher 10 Artikel mit einem Warenwert von 19,26 €. Also weiter geht's. Eine Flasche Wein kann ich schon mal erkennen. Von der Firma Deal eine Mischung Grauburgunder, Weißburgunder. Ja, interessant, habe ich so auch noch nicht gesehen. Probieren wir mal. Dann geht es weiter mit die Limo von Garnini. Kostet 1,49 €, ultra extra leicht. Ja, jetzt ist Artikel Nummer 12 und damit sind wir auch schon am Ende und haben einen Warenwert von 23,74 €. Somit sind wir ganz klar über die 20 € gekommen. Ja, das war's dann von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss!